Gibt es Neuigkeiten auf dem Säumarkt Anfang Februar? Nein, es gibt keine. Die Säupreise sind nach wie vor auf 3,60 Franken ein Kilo Schlachtgewicht ab Stall. Der Bio-Säumarkt ist stabil und Bio-Säupreise liegen bei 7,20 Franken ein Kilo Schlachtgewicht ab Stall. Wie laufen die Aussichten? Wenn es normal läuft, werden die Säupreise ab März anziehen. Darum sind jetzt auch die Jagerpreise auf 6,60 Franken je Kilo Lebig gestiegen. Der saisonale Preisaufschwung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor zu viele Jager produziert werden, auch wenn die Nachfrage jetzt gut ist. Jetzt kommen wir zu den Moni, Rinder und Ochsen. Bankfeepreise kommen unter Druck. Der Preis für Moni, Rinder, Ochsen, T3 ist auf 8,40 Franken gesunken. Das sind 60 Rappen, weniger als vor einem Jahr. Vor einem Jahr war die Nachfrage normal, aber aktuell staut sich das Bankvieh zurück. Das Angebot an Kühen ist nicht zu gross. Weil aber die Differenz zum Monipreis gering ist, geraten auch die Kuhpreise unter Druck. Der Kuhpreis liegt jetzt Anfang Februar bei 8 Franken je Kilo Schlachtgewicht Franco Schlachthof. Auf öffentlichen Märkten wird der Preis jedoch leicht überboten. Auf dem Kälbermarkt läuft es jetzt ein bisschen harzig. Das Angebot an Bankkälbern ist nicht übermässig und kleiner als vor einem Jahr. Der Preis liegt auch jetzt bei 13,50 Franken. Das sind 20 Rappen mehr als vor einem Jahr. Der Lammfleischmarkt läuft ausgeglichen. Der Lämmerpreis ist auf 11,10 Franken je Kilo Schlachtgewicht für T3, Lämmer Franco Markt oder Franco Schlachthof.